Hey Leute, herzlich willkommen auf Tutorials Reviews Mod zu einem neuen Video. Ich war letzte Woche auf der Gamescom in Köln und dort wurde ich freundlicherweise von EA eingeladen, da ich ja eine Need for Speed Fanseite besitze, NFS CRT. Und die haben mich freundlicherweise eingeladen. Ich konnte dort übernachten, konnte mir von Mittwoch bis Samstag die Gamescom anschauen, war von Dienstag bis Sonntag in Köln. Also am Dienstag bin ich angereist in der Früh und am Sonntag in der Früh wieder nach Hause gefahren mit dem Zug. Ist ja doch eine weite Reise von Wien nach Köln. Und ich habe dort viele neue Leute kennengelernt, viele coole neue Leute kennengelernt. Ich habe auch einige Spiele anzocken können, unter anderem natürlich auch das neue Need for Speed, was erstmal richtig cool ist. Aber ich würde sagen, wir beginnen erstmal ganz am Anfang mit Tag 1. Dienstag. Ja, wie schon erwähnt, am Dienstag bin ich angereist nach Köln, bin mit dem Zug gefahren von Wien aus über die Nacht. Die Fahrt war eher nicht so toll, wir waren relativ viele Leute, es gab relativ wenig Platz, ich habe relativ wenig Schlaf bekommen. Aber egal, war froh, wie ich endlich in Köln war, habe dort den Lukas von NFS Street Dogs getroffen. Wir kennen schon ein paar Jahre und sind erstmal in unser Hotel gefahren, weil wir haben gemeinsam ein Zimmer gehabt, das uns freundlicherweise eben von EA zur Verfügung gestellt wurde. Und dort sind wir erstmal hingefahren, haben erstmal das Hotelzimmer bezogen und sind dann gleich weitergefahren zum Kölner Dom. Den wollte ich mir unbedingt anschauen, wenn ich schon in Köln bin. Glaube ich, ist das doch eins der Sachen, die man sich, glaube ich, anschauen muss, wenn man dort ist. Erst sind wir auf den Kölner Dom, auf den Turm hinaufgegangen. Das waren, glaube ich, knapp 533 Stufen oder so in die Richtung. Also war ich schon ganz schön weit, vor allem es war so eine schöne Wendeltreppe. Hat relativ anstrengend raufgehen und runtergehen. Da hat man gleich einen Drehwurm bekommen beim Runtergehen. Das war, auf jeden Fall sehr spannend, war eine schöne Aussicht, auch wenn das Wetter nicht ganz optimal war, war es auf jeden Fall sehr schön. Dann haben wir uns die Schatzkammer anschauen dürfen, dort habe ich allerdings keine Fotos machen dürfen, ich habe nur ein paar Fotos hier vom Dom. Ich werde euch das Ganze einblenden. Ich muss auch gleich dazu sagen, ich habe auch von der Messe an sich jetzt nicht so viel Sachen aufgenommen. Ich habe auch nicht 100.000 Selfies mit irgendwelchen anderen Leuten gemacht oder mit YouTubern gemacht, weil ich persönlich bin eher dort gewesen, um mit Freunden und Spaß zu haben, um ein bisschen Games zu sehen, um ein bisschen die Messe einfach zu erleben. War auch meine erste Gamescom überhaupt, deswegen dementsprechend habe ich nicht so viel Material. Möchte euch trotzdem einfach mal meine Eindrücke schildern, weil, wie gesagt, ich fand es richtig cool. Ich war zum ersten Mal dort, kannte eigentlich niemanden außer eben den Lukas von NFS Street Dogs, sonst war dort niemand, den ich kannte, und habe einige neue coole Leute kennengelernt. Und das war es eigentlich dann auch soweit mit dem Dienstag. Wir haben uns dann auch die Microsoft PK angeschaut, allerdings war das Internet dort leider so langsam, dass wir es in Mobile-Qualität sehen konnten. Das heißt, im Endeffekt haben wir auch nicht viel erkannt, was das betrifft. Aber das war es eigentlich auch schon mit dem Dienstag. In Ruhe noch einen Abend ausklingen lassen bei einem Abendessen und ansonsten gehen wir weiter zum Mittwoch. Mittwoch war der erste Gamescom-Tag, mein erster Gamescom-Tag überhaupt, und ich war eben coolerweise auch Fachbesucher, weil Mittwoch ist ja Fachbesuchertag, kommt man nur als Fachbesucher rein, und wir durften da rein und als erstes gleich mal zur EA-Pressekonferenz. Die hat stattgefunden, glaube ich, um 10 Uhr oder so, also wir durften da direkt um 9 rein und direkt zur PK. Wir wurden dann auch schönerweise von einem EA-Pressevertreter Deutschland noch reingekommen durch den. Das war richtig cool, wir konnten uns die anschauen, wir konnten uns auch in Ruhe schon den EA-Stand ansehen, der eigentlich ziemlich gut gelungen ist. Gerade der Need for Speed Stand mit diesen geilen Porsche mit Liberty Walk und dem BMW M4 mit dem Liberty Walk Bodykit, die haben richtig geil ausgesehen, die konnte man sich auch richtig auf die Nähe noch anschauen, weil die nächsten Tage ging es einfach nicht, da waren so viele Massen an Leute, das war einfach Wahnsinn. Und wie gesagt, wir konnten uns in der Früh gleich direkt die Pressekonferenz anschauen, haben schönerweise noch einen Sitzplatz bekommen, war eigentlich cool anzusehen, gab coole Spiele und allerdings so spannend war es dann doch nicht, muss ich gestehen. Es war halt einfach mal dasselbe, statt im Livestream zu sehen, direkt vor Ort. Nachdem wir auf der Messe gewesen wären, hätten wir es ja auch nicht gesehen sonst. Deswegen war es ganz cool, dass wir da rein durften und uns die anschauen durften. Ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Vormittag. Dann war eigentlich schon fast der Vormittag vorbei. Wir konnten dann weiter in die EA Community Lounge, beziehungsweise wir haben uns dann durch die Messe ein bisschen angeschaut, sind durch die Hallen gelaufen, einfach mal zu sehen, was für Spiele überhaupt da sind. Waren eigentlich wirklich viele Publisher da, waren viele einfach Hersteller auch da. Es war richtig cool anzusehen, gab richtig coole Stände auch wenn man von außen natürlich nicht viel gesehen hat, außer schöne Plakate.
Und ja, dann sind wir eigentlich weiter auch in die EA Community Lounge. Dort waren ja im Endeffekt dieselben Spiele auch wie auf der Booth draußen, allerdings natürlich deutlich weniger Leute, denn Andreas Koch hat hier knapp 1800 Einladungen verschickt und die auch nur diese Leute durften hier rein. Natürlich am Fachbesuchertag waren auch am wenigsten los. Und ja, dann sind wir dort eigentlich hin direkt und dort habe ich die nächsten coolen Leute kennengelernt, eben auch ja einige weitere Leute. Ich werde dann auch immer wieder ein paar Bilder einfügen, ich hoffe, das stört die Leute dementsprechend nicht. Und im Endeffekt war es das auch mit dem Mittwoch. Wir haben dann noch natürlich die Messe uns in Ruhe angeschaut, ein bisschen eben die Leute kennengelernt. Wir sind dann auch in die EA Business Lounge gegangen, dort gab es nämlich schönerweise ja gratis Alkohol und gratis generell Getränke und es war auch ziemlich voll am Mittwoch, weil da war eine kleine Party mehr oder weniger, ging auch gleich bis Mitternacht. Ich bin allerdings nicht so lange geblieben, da ich am nächsten Tag wieder früh auf die Messe wollte. Denn ab Donnerstag ja, durften die normalen Besucher auch rein, aber wir als Fachbesucher schon um 9. Dementsprechend wollte ich da relativ früh rein, damit ich noch ein paar Spiele mir anschauen kann. Donnerstag. Am Donnerstag, wie gesagt, sind wir direkt um 9 auf die Messe, denn wir wollten uns auf jeden Fall noch Spiele ansehen, beziehungsweise ich wollte mir auf jeden Fall The Division ansehen und For Honor, genauso habe ich auch gemacht, allerdings brachte es nichts, um 9 schon dort zu sein, denn ich durfte erstmal auf The Division 1,5 Stunden warten und danach auch noch auf For Honor, glaube ich, 1,5 bis 2 Stunden. War aber richtig cool, die Leute sind dort echt nett, also ich habe da in der Schlange mit jede Menge Leute quatschen können, war richtig cool, war richtig nett, die Leute waren alle freundlich irgendwie, es hat hier keiner jetzt, ja, sich aufgeregt eigentlich, dass wir so lange warten müssen, war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, auch die Spiele waren natürlich, The Division fand ich cool, man hat dieselbe Demo gespielt, wie schon auf der E3 gezeigt wurde, aber dennoch, das selbst zu spielen war auf jeden Fall mal cool. Ich weiß allerdings noch nicht so ganz, was ich von dem Spiel halten soll. Es hat mir an sich von diesem Deckungs-Shooter-technischen an für sich gut gefallen, allerdings, ja, das war jetzt nicht so viel vom Spiel zu sehen, dass ich jetzt beurteilen kann, dass es wirklich gut oder wirklich schlecht ist oder irgendwas in die Richtung. Ich fand es auf jeden Fall auf das, was ich gespielt, fand ich gut, hat mir gut gefallen und ich hoffe da auf mehr, dass wir noch mehr sehen und dann das Spiel werde ich mir wahrscheinlich trotzdem zulegen, weil mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Nach der Division bin ich weitergegangen, dann eben zu For Honor, weil das wollte ich mir auch noch unbedingt anschauen, denn da hatten mir einige Leute schon erzählt, das ist richtig gut und ich muss auch gestehen, ich war vom E3-Trailer jetzt nicht so, oder von der E3-Demo nicht so überzeugt, ich weiß nicht, ich wusste nicht ganz, was ich davon halten sollte, bis ich dann nach einer Zeit eigentlich gemerkt habe, was für eine Art Spiel das ist. Das ist ja so eine, ja, wie soll man sagen, so ein MOBA-Mittelalter-Verschnitt mit Third Person einfach, ja, gepaart. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, sieht sehr geil aus. Wir konnten das, glaube ich, auf ja, PC spielen. Ist natürlich eine Early-Alpha-Version. Ist klar, das Spiel kommt erst nächstes Jahr raus. Also dementsprechend war es noch nicht so, ja, so perfekt. Aber es hat sich richtig gut gespielt. Man spielt dort eben, ja, einen Ritter in die Richtung. Und, ja, muss halt einfach 4 gegen 4. Kämpft man gegeneinander und gleichzeitig gibt es aber auch diese normalen Soldaten am Spielfeld, ähnlich wie die Minions bzw. die Vasallen eben in LoL zum Beispiel oder in Dota. Ähnlich dem, ja, wie es in MOBAs ist, eben gibt es auch diese KI-gesteuerten Gegner, die kann man umschnetzeln, dann bekommt man ja Punkte. Genauso, wenn man Flankpunkte einnimmt, bekommt man Punkte. Und sobald man mehr als 1000 Punkte hat, verliert der Gegner oder stirbt der Gegner, wenn der Gegner dann stirbt, ist er tot und kann nicht mehr wiederbelebt werden. Und dann geht es im Endeffekt darum, dass alle dort sterben und ja, man gewinnt dann oder verliert eben. Und obwohl mich das Spiel von Anfang an nicht ganz überzeugt hatte, muss ich sagen, die Demo hat mir echt geil, echt gut und gefallen, fand ich echt geil. Das Spiel wirkt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und werde ich auf jeden Fall, ja, im Kopf behalten, werde ich auf jeden Fall im Auge behalten und mir das wahrscheinlich dann auch holen, das ist richtig geil. Und das war es eigentlich so im Großen und Ganzen vom Donnerstag, dann gingen wir wieder in die Community Lounge, in die Business Lounge, ein bisschen mit Leuten quatschen, ein paar Leute eben kennenlernen. Unter anderem konnte ich den Battlefield Community Manager Rick ja, kennenlernen, der aus Irland ist, ist ein richtig cooler Typ, fand ich richtig cool mit dem abzuhängen und wir haben eigentlich dann Donnerstag, Freitag und Samstag mit dem die meiste Zeit verbracht, weil er ist einfach ein richtig cooler Typ, war richtig spaßig mit ihm auch und ja, der war eigentlich zum Spaß dort, der war eigentlich zum Urlaub dort und hat eben, wir haben ihn zufällig eigentlich getroffen, durch einen anderen Rick habe ich, die haben sich irgendwie im Rauchen kennengelernt und das war halt komische Geschichte, ein komischer Zufall, aber war richtig cool, dass wir mit dem abhängen konnten, weil das ist ein echt cooler Typ und ja, kann ich nur sagen, fand ich sehr geil. Freitag. So, Freitag war eigentlich auch schon der
Tag mit den, glaube ich, meisten Besuchern oder zumindest zweitmeisten Besuchern. Ich war am Sonntag ja nicht da, aber am Freitag war richtig viel los. Ich meine, wir durften wieder um 9 rein, weil Fachbesucher und so weiter, konnten in der Früh gleich mal die erste Runde Assassin's Creed Syndicate anzocken. Das war auch ganz nett, wobei mich Assassin's Creed nicht mehr ganz so überzeugt. Ich weiß nicht, Unity hat mir nicht so gefallen. Ich weiß nicht, wie Syndicate ist, müsste ich mir mal anschauen. Auf jeden Fall, die Demo war nicht so schlecht, ja, aber das war es auch eigentlich schon. Dann gingen wir weiter direkt zu Rainbow Six Siege, weil das wollte ich mir auch anschauen. Da sind wir auch gleich, glaube ich, in die zweite Gruppe reingekommen, mussten wir nicht anstehen eigentlich. Im Endeffekt, das war auch ziemlich cool. Und da weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, muss ich ehrlich gestehen. Denn, ja, es ist eher so ein bisschen Taktik, ein bisschen relativ langsamer Shooter auch. Also ich spiele eher so ein Battlefield oder ein Call of Duty, wobei eher ein Battlefield als Call of Duty. Aber das ist ja auch relativ schnell mit Fahrzeugen bei Battlefield und ist alles relativ rasch. Und bei Rainbow Six ist es ja eher so, ja, ein Team muss sich hinterher barrikadieren, das andere Team muss angreifen. Und das geht im Endeffekt so hin und her und ja, ich weiß nicht, so berauschend fand ich es ehrlich gesagt nicht. Aber ich weiß nicht, wie das fertige Spiel sein wird, das in der Demo hat mir jetzt weniger gefallen. Und das dritte Spiel, was wir uns anschauen wollten oder anschauen konnten, war dann dieses Rabbids-Spiel mit der Oculus gepaart. Das heißt eben so ein VR-Spiel, obwohl das Spiel ist relativ so eine Demo, wo man einfach nur das Headset sich aufsetzt, oder die VR-Brille sich aufsetzt und im Endeffekt die Demo sich anschaut, ist aber ein relativ cooles Feeling. Da war auch nämlich so ein Stuhl, der Mitte wackelt und hat so Sachen, das war eben, da ist man auf Schienen einfach den Berg runtergefahren, beziehungsweise durch Höhlen und verschiedene Sachen halt abgedreht, so ein bisschen wie es halt bei den Rabbids ist von Ubisoft. Und war auf jeden Fall cool zu erleben, weil ich hatte noch nie eine VR-Brille vorher auf. Wollte mir eigentlich auch Project Morpheus anschauen, da brauchte man allerdings einen Termin, den hatte ich natürlich nicht. Und Oculus, glaube ich, war einzeln gar nicht dort, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall war diese Demo von Ubisoft sehr, sehr cool zu erleben. Das ist ein echt geiles Gefühl und ich bin schwer am Überlegen, mir so eine Oculus, wenn sie rauskommt, zuzulegen. Ist richtig geil auf jeden Fall. Und das war es eigentlich auch vom Freitag mit den Spielen, denn danach bin ich noch einmal im Kreis gegangen und hab auch ein Foto gemacht von oben, von den Stiegen, wo man den Flur entlang sieht, wo die Hallen auf der Seite sind. Und ich blende das Bild jetzt einfach sowieso ein, also werdet ihr selber sehen, wie viele Menschen dort eigentlich sind. Und es ist einfach nur abgefahren, weil du kannst dich fast nicht bewegen, du gehst in dieser Menschenmenge eigentlich unter und es ist echt schwer, da von links nach rechts durch die Hallen zu laufen. Und da habe ich dann eigentlich auch wirklich gar nicht mehr wirklich Bock drauf gehabt. Habe mich dann einfach nur in die Community Lounge gehauen, eine Runde noch, glaube ich, FIFA gezockt, eine Runde Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 gezockt und ja, eine Runde Need for Speed oder so, aber viel mehr waren auch eigentlich nicht mehr drinnen. Wir haben dann eben noch ein bisschen abgehängt mit den anderen Leuten, die ich eben kennengelernt habe. Ein bisschen abgehängt mit denen und war auf jeden Fall sehr cool. Dann sind wir noch in die Business Lounge. Da haben wir ein bisschen was getrunken, würde ich sagen. Sind noch was essen gegangen, also war auf jeden Fall richtig cool. War richtig nett mit den Leuten dort und auch der Tag war echt nice. Da habe ich fast was vergessen, und zwar freitags war auch eine Need for Speed Präsentation in der Community Lounge. Da war ein Entwickler dort, der hat uns ein paar Fragen beantwortet und uns eine kleine Demo gezeigt. Im Endeffekt dieselbe Demo, die man schon kennt mit dem Tuning. Allerdings, der hat uns diese Demo eben gezeigt und hat ein paar Fragen beantwortet. Wir haben da ein paar Antworten bekommen. Solltet ihr übrigens Interesse haben an Need for Speed in einer Vorschau oder so, ich verlinke euch in den Kommentaren meine Gamescom Vorschau, die ich geschrieben habe. Ich werde das auch vielleicht noch in Videoform umwandeln. Weiß ich noch nicht, bin ich mir nicht sicher, ob ich zeittechnisch dazukomme. Auf jeden Fall war auf dieser Präsentation nicht nur der Entwickler, sondern es waren auch dort Cam Block und Magnus Walker, also die zwei Ikonen, die im Spiel eine große Rolle spielen, die man auch, glaube ich, kennen sollte, beide. Wobei ich gestehen muss, Magnus Walker kannte ich nicht, nur Cam Block von natürlich Jim Carner und so Sachen, kennt man alles von Dirt und so weiter auch noch. Also der hat ja schon öfters in den Videospielen mitgewirkt. Und Magnus Walker, der jetzt anscheinend beim ersten Videospiel mitwirkt, der auch richtig, richtig cooler Typ ist, der ich richtig sympathisch fand. Und wir durften dann denen auch noch Fragen stellen, wir durften auch mit denen ein paar Fotos machen. Ich habe eins gemacht mit Cam Block und mit Rick, der von NFS Cars ist. Das Bild blende ich euch hier ein. Und mit Magnus Walker leider kam ich nicht mehr dazu. Wir haben nur ein Poster mit Unterschriften noch bekommen und war aber richtig cool. Ein paar Fragen konnten wir beantwortet bekommen von Need for Speed, dass ja für mich relativ wichtig ist, nachdem ich eine Need for Speed Fanseite habe und auch eine Vorschau schreiben wollte. Ja, das war es eigentlich dann, glaube ich, auch, was ich noch vergessen hatte mit dem Freitag. Samstag. So, dann kommen wir auch schon zum letzten Gamescom-Tag von mir.
den ich erleben durfte, das war der Samstag. Und am Samstag war dann einfach nur mehr wirklich da. Ich musste dann als normaler Besucher rein. Ich hatte eine normale Besucherkarte. Als normaler Besucher war dann einfach nur so, so viele Menschen, geht alle weg. Ja, hat irgendwie. War ich nicht mehr motiviert, mir noch was anzusehen. Ich habe noch ein paar andere Leute kennengelernt, die da frisch dazugekommen sind am Samstag. Da sind wir noch ein bisschen durch die Hallen gelaufen, haben uns ein bisschen alles angeschaut, aber es waren einfach überall so viele Menschen. Irgendwo anstellen, ich wollte einfach nicht 2 Stunden für ein Spiel anstehen. Hat mir gereicht, für die Division vorne 1,5 Stunden anzustehen, aber 2 Stunden für ein Spiel oder länger, wollte ich dann einfach ehrlich gesagt nicht. Ich fand auf jeden Fall die Stände sehr, sehr cool, gerade so zum Beispiel Mad Max stand mit dem Fahrzeug dort, mit diesen, ich weiß nicht, wie die Typen heißen, die herumlaufen, also diese Wüstenmenschen, keine Ahnung, wie die Typen heißen, muss ich gestehen. Ich habe Mad Max weder gesehen noch das Spiel mir wirklich großartig angeschaut, fand aber, es schaut relativ cool aus. Sie haben natürlich überall Giveaways gemacht, T-Shirts rausgehauen, wobei ich auch in dem Fall sagen muss, ich bin relativ klein, dadurch habe ich mir relativ schwer getan, da was zu fangen oder was zu bekommen, aber gut, kann halt passieren. Macht nichts, habe nicht viel mitgenommen von der Gamescom, aber war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Zeit. Am Samstag haben wir dann eben noch ein bisschen Spaß gehabt, ein bisschen halt die Zeit miteinander verbracht. War auf jeden Fall sehr, sehr cool, wie gesagt. Mein Highlight waren nicht die Games, weil ja klar, Games sind cool. Need for Speed war auch cool, hat mir auch richtig gut gefallen. Aber es ja, war nicht der Hauptgrund eigentlich, warum mir die Messe wirklich gut gefallen hat. Es waren einfach die Menschen dort, die Zeit, die ich mit denen verbringen konnte, weil es einfach wirklich richtig coole Leute waren. Und das war es eigentlich dann auch mit meinen Gamescom-Tagen. Ich war eben 4 Tage dort. Hat mir, wie gesagt, richtig gut gefallen. Würde gerne nächstes Jahr wieder hin. Mal schauen, was es wird. Und ansonsten, ja, sonntags bin ich ja nur mehr abgereist. Da brauche ich euch nicht mehr viel erzählen. Dann bin ich nur mehr nach Hause gefahren, 10 Stunden. War froh, wie ich daheim war. Und ja, waren anstrengende Tage, aber richtig coole Tage. Dann war es das eigentlich auch mit diesem Video von mir von der Gamescom. Ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke, ja, habe ich euch rüberbringen können. Wer war denn von euch dort? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten, ja, vergesst nicht zu liken, abonnieren und so weiter. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.